So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Super Mystery Dungeon. Oh yeah, am letzten Paar. Wir haben uns auf die Suche nach Ampharos begeben, denn wir wollen ihm noch seinen kleinen Stein wiedergeben. Wir sind dafür ins Quappo-Flüsschen gegangen. Und ich habe gerade, das habe ich extra mit ins Video reingenommen, ich habe die vorherige Textbox leider schon weggedrückt, aber es stand echt, die Batterieleistung ist fast leer. Ist vielleicht noch im Video mit drin, also in dem vorigen. Ob ich quasi jetzt fliehen möchte, ohne meine Items und das Geld zu verlieren. Das heißt, man könnte eigentlich voll tricksen, die Batterie leer gehen lassen, wenn man will, und dann kann man einfach fliehen. Aber nein, wir machen das natürlich nicht. Wenn ich jetzt auch so sehr auf Ja gedrückt hätte. Dann wäre ich schon ziemlich durchgedreht, muss ich sagen. So ein bisschen. Tempo-Orb. Was macht denn der Tempo-Orb? Achso, ich habe ihn eingesammelt. Ups. Ich dachte gerade, unser Inventar wäre voll. Fassungs-Orb. Schon wieder. Ich fasse es doch nicht. Oh, schon wieder direkt die nächste Treppe. Und das war es bestimmt wieder, ne? 10 Ebenen kommt hin. Ja, ist ja eigentlich immer so 10 Ebenen Dungeons. Oh, sieht aber schön aus hier. Jetzt sind wir schon ziemlich weit gekommen. Aber von Ampharos fehlt immer noch jede Spur. Das heißt wohl, dass wir noch ein Stück vor uns haben. Na schön, dann gehen wir eben noch ein bisschen weiter. Nicht so schnell, kommt jetzt. Quappo! Quappo! Was zum Teufel? Quappo! Oh Gott. Das sieht aus, als würde es echt wehtun. Uah! Das hier ist unser Revier, Quappier. Quappo. Okay. Quappier? Mach auf der Sterne den Quappgang. Ach du Scheiße. Die sind ja genauso schön wie ich. Aber wir suchen doch nur nach einem Pokémon, das... Halt gefälligst die Quappe, wenn ich mit dir rede. Ich bin Quappo. Man nennt mich den Quappitän des Quappo-Flüsschens. Ah, stop it. Quappala Quapp. Ich hätte so viel Spaß gehabt als Übersetzer da. Ich bin Quappo und mich nennt man den Quappitän des Quappo-Flüsschens. Quapsch mit Soße. Ich bin der einzig wahre Quappo und Quappitän des Quappo-Flüsschens. Oh mein Gott, Leute, das bin ich dreimal. Völlig quapsurd. Das ist doch alles quapsurder Blödsinn. So ein Quapptrüniger. Squappet. Irgendwie scheinen sie sich nicht ganz einig zu sein. Genug gequapscht. Wir sind die drei Quappo-Brüder und wir werden euch quappersieren. Das heißt, hieß das jetzt terminieren? Vorsicht, Chris, sie wollen uns angreifen. Wir sehen ziemlich stark aus. Aber solange es nur drei sind, schaffen wir das schon. Zu früh, gefreut, Quappnase. Jetzt kommt unsere Verstärkung, Quapp ins Getümmel. Was? Was zum? Ja, wie was zum? Komm schon, wir sind eh nur zu zweit. Übertreibt man nicht, Quapp, 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 Quapp. Das Spiel ist so großartig, Leute. Das Spiel ist so großartig. Habe ich schon mal gesagt, wie großartig ich diesen Humor finde. Krasses Erdbeben. Quapsi! Das nennt die Verstärkung. Das ist ein einziges Pokémon? Abservieren. Ah, dankeschön. Ein Pokémon mehr oder weniger macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Halt die Klappe! Oh, jetzt schlägt die Stunde der Quapp-Rechnung. Quappt sie euch! Ah, mit so einem Erdbeben angekündigt erstmal. Da springt da so ein kleines Quapsel aus dem Wasser raus. Ich habe aber leider keinen Orb. Aber ich könnte meine gesamte Geschwindigkeit erhöhen. Doch, ich habe einen Orb, ich habe einen Schlaforb. Großartig. Da benutze ich erstmal den Tempo-Orb. Dann dürfte ich wahrscheinlich sowieso nochmal, bevor die einen Zug haben, oder? Ja. Und dann benutze ich den Schlaforb. So. Komm, jetzt könnte ich mich... Oh, der ist direkt wach nochmal. Aber egal, ich habe eine doppelte Init. Schlafort bringt nicht so viel gegen die Gegner hier. Aber gut, es wäre vielleicht auch ein bisschen OP sonst, ne? Bisschen minimal. So, die erhöhte Init tut uns auf jeden Fall... Ah, perfekt, und der ist verwirrt. Das heißt, den kann ich jetzt erstmal in Ruhe lassen. Und jetzt bringen wir diese weiter lang steigen in den Wasserattacken. Also gut, dann macht Yu noch mehr Schaden. Dann sind wir die Ebene zuschauen, entschärft versetzt. Entschärft, was auch immer das heißt. So. Falsche Attacke. Ich benutze manchmal zu voreilig Kratzer aus Versehen. Oh Gott, jetzt könnte es wehtun. Okay, Moment, dann werden wir ja auf den Typen hier. Den Ultra machen. Den Ultra vor allem. Warte mal, ich muss ja erstmal einen neuen Ultra festlegen. Ich möchte mich da Psy-Strahl und Blubber haben, weil nichts effektiv und so macht er eigentlich gar nicht mehr so viel Schaden aus.
So. Okay, einer ist besiegt, weil er verstärkt uns ja auch mit Regen, ne? Das ist ja das Gute. Da wir immer noch eine doppelte Initiative haben, quasi, können wir das gleich jetzt einfach nochmal machen. Ist ja eh der letzte Kampf hier in dem Dungeon, also können wir ruhig alles rauspowern, was wir haben. Na, Schutzschild. Schutzschild ist natürlich nicht cool. So, aber einfach nochmal. Und let's go! Da haben sie sich hier selbst ihr Grab geschaufelt, indem sie unseren Blubber so verstärkt haben. Und nochmal Kratzer, das war's. Yay! Sehr gut. Ja, blub. Wir haben es geschafft. Das ist unsere Chance, Chris. Schleichen wir uns an ihnen vorbei. Chris, pass auf! Quappo! Uah, Kavums! Was, Kavums? Nee. Oh, Quapp gewirkt. Nicht verzagen, eure Rettung ist hier. Am voraus, eure Seine zu wenden, Bubla, ist zur Stelle. Ampharos. Das war aber ganz schön knapp. Ja, ich sage es ja immer wieder. Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste. Ampharos, endlich. Ich bin so froh, dich zu sehen. Wir haben nach dir gesucht. Ich Quapp serviert, ey Gott. Ah, ist nicht wahr nach mir? Ihr seid doch die Kinder vom Dorf. Wie kann ich euch weiterhelfen? Na Moment, bevor ihr antwortet, muss ich euch etwas fragen. So genau bin ich ja eigentlich. Was? Vor einer Minute bin ich doch gemütlich durch euer Dorf geschlendert. Und dann war ich auf einmal hier. Hä? Oh. Ja, Orientierungssinn, ne? Da haben wir es wieder. Ja, ich möchte den Spielstand wirklich überschreiben. Vergiss nicht ab und zu eine Pause einzulegen. Das bestimme ich immer noch selbst. Aha, aha, aha. Ihr seid mal so nachgelaufen, um mir diese Konexosphäre wiederzugeben. Ganz genau. War gar nicht so leicht, dich zu finden. Naja, jetzt haben wir es ja geschafft. Ach ja, das tut mir jetzt echt leid. Ich Kindchen so eine Arbeit zu machen. Sag mal, Ampharos, arbeitest du für das Forschungsteam? Nein, tue ich nicht. Echt? Wir wirklich nicht? Verstehe. Schade. Ich habe gehört, dass... Quapper. Quapper wäre echt eigentlich eine ganz lustige Idee für ein Emote. Quasi ein Kappa als Quappe oder so. Das klingt ganz lustig. Können wir uns mal gucken, ob man das irgendwie verarbeiten kann. Quapper. Sag quasi das gleich aus, als hätten wir ein eigenes Kappa-Emote. Muss mir mal durch den Kopf gehen lassen. Ich habe gehört, dass man als Mitglied so eine Konexosphäre hat. Da dachte ich, falls du, ob wir... Sag bloß, du willst ein Mitglied des Forschungsteams werden. Ja. Ja, auf jeden Fall. Die Welt erkunden und allerlei Pokémon begegnen. Und eines Tages vielleicht auch dabei helfen. Die Karte der Pokémon-Welt im Katschak-Turm zu vervollständigen. Da haben wir Zorro, da haben wir Nami. Was ist da los? Das ist mein großer Traum. Toll. Das ist wirklich ein toller Traum, den du da hast. Nicht wahr? Das wäre sowas von cool. Die Sache ist nur, alle meinen immer, das sei nicht möglich und ich soll mir das besser abschminken. Weil ich doch ein Kind bin, weißt du? Ich habe gehört, dass ihr Kinder dem Forscherteam nicht beitreten könnt. Da frage ich mich echt, wer sich diese blöde Regel ausgedacht hat. Haha, ja. Aber vielleicht gibt es ja doch eine Möglichkeit. Wie wäre es, wenn du es mit als Junior-Mitglied des Forscherteams versuchst? Wie? Ach ja, ich würde sagen, auf einen Versuch kann man es immer ankommen lassen. Hier, das ist für euch. Für euch, für euch. Jun und Chris haben ein Junior-Forscher-Abzeichen erhalten. Und ein Junior-Forscher-Beutel. Ein Junior-Forscher-Gadget. Als erstes bekommt ihr eure Junior-Forschungsabzeichen. Die weisen euch offiziell als Mitglieder des Forscherteams aus. Beziehungsweise als Junior-Mitglieder natürlich. Und mit dem Junior-Forscher-Team bekommt ihr auch etwas ganz Tolles. Es sind nur Mitglieder des Forscherteams, da passen jede Menge Items rein. Davon habt ihr auch als Junior-Forscher schon etwas. So, zu guter Letzt bekommt ihr noch ein Junior-Forschungs-Gadget. Das wird euch bei eurer Forschungsaufträge und gute Dienste erweisen. Bei euren Junior-Forschungsaufträgen meine ich natürlich. Am Fairbiel, ich hoffe, dieses Abfahrhaus wird irgendwann eine Mega-Entwicklung machen, weil das auch viel besser passen würde. Aber lasst euch vom Namen nicht entmutigen. Auch Junior-Mitglieder können viel leisten. Eine der wichtigsten Aufgaben ist das Forschungsteams, andere Pokémon beim Lösen ihrer Probleme zu helfen. Also steckt euch da einfach mal das Junior-Forschungsabzeichen an.
Dann können wir euch nach Aufträgen umhören. Vielleicht stoßt ihr ja recht schnell. Ich muss mal kurz einen Schnitt machen, Leute. Weil ich husten muss. Trockener Hals und so. So, weiter. Vielleicht stoßt ihr ja recht schnell auf ein Pokémon, das irgendwie Hilfe braucht. Alles klar. Und dann müssen wir nur noch einen Weg finden, ihm zu helfen. Genau, und wenn euch das gelingt, stellt ihr so eine feste Verbindung zu ihm her. Und da kommt dann wieder Jude Forschungsabzeichen ins Spiel. Wo ich mit dem Mund fusselig rede, lasse ich das Studio ab jetzt weg. So, nun zu den Abzeichen. Wie ihr seht, habe ich euch gleich mehrere gegeben. Wenn ihr ein Pokémon zu eurem Mitstreiter machen wollt, müsst ihr ihm eins davon geben. Anschließend könnt ihr mit ihm gemeinsam in Dungeons gehen. So bekommt ihr mit der Zeit mehr Mitstreiter und das Forschungsteam wird immer stärker. Bei der Gelegenheit vertraue ich euch auch gleich noch meine Konnexosphäre an. Ich habe euch ja vorhin euer Forschungsgadget gegeben, erinnert ihr euch? So, ich werde Ampharos jetzt normal reden, den Rest des Parts. Nur diesen Part. Meine Stimme macht gerade echt nicht mehr mit. Also jetzt schon, wenn wir jetzt 3 Stunden am Stück zu reden, mit verstellter Stimme ist doch ein bisschen zu viel, wenn sowieso die Luft so schlimm ist, dass ich so einen trockenen Hals habe. Sorry, aber Ampharos Stimme ist sehr anstrengend. Deswegen, also ist sehr anstrengend, sie kitzelt meinen Hals. Deswegen werde ich Ampharos normal reden, den Rest des Parts. Versuch doch mal die Konnexosphäre dort einzusetzen. Wir kriegen so viele Sachen, Leute. Das kann ich mir alles nie im Leben merken. So viele neue Sachen. Ja, wow, ist das eine Karte? Also mir sieht das nach einer Karte aus. Richtig. Das Forscher-Gadget wird durch das Einsetzen der Konnexosphäre aktiviert. Damit lässt sich aber nicht nur diese Karte abrufen. Es zeigt auch die Bande zwischen den Pokémon an und eure Auftragsliste. Zudem könnt ihr damit euren Teamnamen festlegen. Unser Teamname? Ach, stimmt ja. Haben wir noch gar nicht. Das heißt, warte mal, jetzt geht das Spiel eigentlich erst richtig los, ne? Ja. Ja, stell euch doch mal vor, ihr erledigt als Team zusammen eure Aufträge. Wäre das nicht spaßig, wenn ihr das unter einem bestimmten Namen machen würdet? Oh Gott, muss ich denn jetzt ausdenken? Ich habe gar keine Idee. Was meinst du, Chris? Was für einen Namen sollen wir uns denn geben? Ein Teamname also. Mal sehen. Da kommt für mich eigentlich nur eins in Frage. Ihr könnt es eventuell schon erraten. Kein Ü? Der andere bestimmt, ne? Aha. Ich wollte schon sagen. Dum, bum, bum. Die Frage ist nur, wie heißt das dann Team Glücksknilz? Oder Glücksknilz, oder wie werden wir genannt? Ist Glücksknilz richtig? Ja, wir sind Team Glücksknilz. Team Glücksknilz. Oh, guck mal. Oh Gott. Das ist ja wohl mega niedlich gerade. Guck mal, dieses You voll am Strahlen, voll glücklich. Und da steht einfach Team Glücksknilz. Ach ja. Team Glücksknilz. Ja, Team Glücksknilz klingt gut. Super, also mir gefällt der Name. Danke für den guten Einfall, Chris. Ich versuche das gleich mal hier einzugeben. Gut, das wäre erledigt. Dann wäret ihr startklar. Ja, ihr kommt mit eurem Forscher-Gadget gut zurecht. Und helft all den Pokémon draußen mit ihren Sorgen und Nöten. Vielen Dank, Ampharos. Nur eins noch. Warum hattest du eigentlich all die Sachen bei dir, Ampharos? Und warum weißt du so gut über das Forschungsteam Bescheid? Ja, er ist ja eigentlich nicht selber Mitglied, hat er ja gesagt, ne? Tja, das würdest du wohl gern wissen, was? Die Sache ist die, ich bin in Wirklichkeit Gott! Was? Ich meine, ach, weißt du, ist gar nicht so wichtig. Am liebsten würden wir gleich durchstarten. Ab morgen geht's los. Unser erster Einsatz als Mitglieder des Junior-Forschungsteams. Eigentlich steht da mal Forscherteam. Sag mal Forschungsteam. Forscherteams. Wie sie einfach nicht juckt, was er eigentlich ist. Interessiert ihr einfach gar nicht. Wir werden uns voll reinhängen. Wir. Du, Chris. Du machst doch zusammen mit mir, oder? Also wir zwei als Team. Will ich das? Jo, ich wusste es. Danke, Chris. Wie üblich trifft sie die Entscheidungen. Aber eigentlich, warum auch nicht? Dann versuchen wir uns morgen nach der Schule an unserem ersten Einsatz. Wir sind ein richtiges Junior-Forscher-Team. Juhu! Yay, und sie freuen sich wieder. Und Ampharos wollte eigentlich gerade voll revealen, wer er ist. Aber keinen interessiert es einfach. So, dann wollen wir uns langsam aber sicher mal auf den Heimweg machen. Es ist schon recht spät geworden und eure Eltern machen sich sicher Sorgen. Ist gut. Und nochmal vielen Dank für alles, Ampharos. Mach's gut. Tschüss. Hey, schon wissen, was er sagen wollte. Haha, sind schon zwei liebe Kinder, die Kleinen. Oh, eine Nachricht für mich? Ampharos hat ein mysteriöses Gerät hervorgehoben. Teamleiter, bist du da?
Kannst du mich hören? Deden. Wow, laut und deutlich, Deden. Jo Mann, was ein Glück, endlich erreiche ich dich. Wird auch langsam Zeit, Digga, aber sag mal, wie kommst du nur auf die Idee, dich ganz allein auf den Weg zu machen? Weil Don't Drop That Dead Deden, der muss Gangster-Rapper-Slang haben. Wie oft hab ich dir eigentlich schon gesagt, dass sich besser jemand begleitet, Mann? Zigmal haben wir das, immer und immer wieder. Was willst du eigentlich? Ganz ruhig, Deden, hab Mitleid mit meinen armen Ohren. Ich glaube, jetzt geht's wieder. Ich krieg noch Kopfschmerzen, wenn du mich so weiter anschreist. Oh, tut mir leid, Mann. Weißt du wenigstens, wo du gerade bist, Mann? Mann, ey. Ich bin in Ruhe. Now! Ja, jawohl. Was? Ruhe now? Das ist der Wahnsinn. Und du hast es wirklich ganz allein dorthin geschafft. Ach, ich weiß selbst, dein blindes Flamly findet meinen Korn, aber das grenzt an ein Wunder. Wie kannst du denn sowas sagen? Ach ja, wie gemein. Und wie ist es das so? Alles in Ordnung soweit? Ja, doch. Alles ganz friedlich. Was? Echt? Waren die Infos, die wir bekommen hatten, etwa falsch? Gute Frage. Mehr kann ich leider momentan auch nicht dazu sagen. Ich habe jedenfalls alles gecheckt. Glaube nicht, dass sich da noch etwas ändert. Ich mache mich mal wieder auf den Heimweg. Ist fast ein bisschen enttäuschend, was? Aber gut, jetzt wissen wir erst einmal Bescheid. Ich glaube ja kaum, dass du schnurstracks einkommen wirst, aber bitte sei vorsichtig. Bis dann. Der Dan hat die beste Stimme. Enttäuschend? Naja, kann man sicher so sehen, wenn man will. Ich bin trotzdem froh, dass ich hergekommen bin. Wir wissen, zu welchem Team ihr gehört. Es ist bestimmt so, dass... Es gab in den Mystery Dungeon Spielen davor auch immer irgendwie so ein... Was soll ich gerade sagen? Ein episches Team, so ein episches Anführerteam. Oder ein Veteranenteam, so. Das könnte sein, dass es die sind, vielleicht. Wer weiß. Ruhenau, wirklich so ein schönes Plätzchen. Wie herrlichen Sterne am Himmel strahlen. Es ist eben noch am schönsten, wenn alles so friedlich ist. Wenn wir diesen Frieden bewahren wollen, müssen wir uns aber ganz schön reinhängen. Ja. Und natürlich möchten wir dem bisherigen Spielstand speichern. Sui Exe crasht. Ja, manchmal habe ich das einfach. Manchmal sage ich was und mitten im Satz vergesse ich, was ich sagen wollte. Am nächsten Morgen. Wie jeden Morgen frühstückte Chris nach dem Aufstehen mit Blanas und machte sich dann gemeinsam mit Yu auf den Weg zur Schule. Nach dem Unterricht. Oh, ich bitte mich auch schnell jetzt hier. Klapper, klapper. Quapper. Das ist echt eine gute Idee mit Quapper. Muss ich mir mal im Kopf behalten. Mal schauen, was ich machen kann. Endlich ist die Schule aus. Los, auf zum Dorfplatz, Chris. Damit wir gleich mit unserer Arbeit als Juna-Forscher beginnen können. Was sagen die anderen denn so? Wir gehen einfach mal zum Marktplatz und schauen, was da so abgeht. Wie schnell Plinfor hinter uns herdackelt, ist auch schon richtig ulkig. Huch! Da ist er ja schon wieder. Oh Gott, er klettert schon wieder gar nichts. Wie schafft der es eigentlich zu einem Forscher? Ne, er gehört ja zu keinem Forscherteam. Wie kann der ein Teamanführer sein? Hast du dir auch nicht wehgetan, Ampharos? Ich bin okay. Na du, die Stimme kenne ich doch. Ihr seid die Kinder vom Dorf. Ja, wir wollen heute mit unserer Arbeit als Juniorforscher beginnen. Oh, wirklich? Oh, wirklich? Dann wünsche ich euch viel Erfolg. Oh, wartet bitte mal eben. Ich habe euch doch gar nicht gesagt, was man mit der Codexosphäre macht, oder? Ach, ich Dummerchen. Ich habe auch gerade vergessen, euch die wichtigsten Dinge zu erklären. Aber besser später als nie, was? Dann will ich euch mal erzählen, wie ihr eure Codexosphäre benutzen könnt. Okay, hau rein. Holt jetzt erstmal eure Forscher-Gadgets hervor. Chris und Yu haben ihre Forscher-Gadgets hervorgeholt. Dann öffnet es bitte mal. Wie ihr seht, befindet sich darin die Codexosphäre. Wählt auf den anderen Codexosphäre aus. Ich habe das Gefühl, es kommt noch ein ultra-hardcore-langes Tutorial. Kann das sein? Gut, machen wir mal. Ja, genau so. Jetzt wollen wir mal einen Blick hineinwerfen. Ich hab mich neu, Felinara. Oh, da ist ja ein Pokémon zu sehen und es scheint ein Anliegen zu haben. Das ist Felinara. Sehen wir uns doch mal genauer an, was hier auf dem Herzen liegt. Drücke Arm des Anliegens, Pokémon zu sehen. Jo. Anliegen lesen. Ah, jetzt kann man das Anliegen von Felinara lesen. Wir sollen Felinara retten. Gruseliger Wald, Untergeschoss 6. Also wie früher quasi. Offenbar findet sie nicht mehr aus dem Dungeon heraus. Auf diese Weise könnte die Codexosphäre dazu benutzen. Euch die Sorge, Nöte und Anliegen anderer Pokémon anzeigen zu lassen.
Wow! Also, was wollt ihr jetzt machen? Was willst du tun? Wollt ihr euch um diesen Fall kümmern? Was für eine Frage, natürlich! Ich will Filenara unbedingt helfen! Gut, dann übernehmt der Fall diesen Forschungsauftrag! Jo. Der belegte Name Filenara. Auftragsliste notiert. Zielort gruseliger Wald. Schließe den Konnex-Fähre mit B und dann begeben wir uns hin. Gut, wir machen erstmal so ein. Das wirst du wahrscheinlich eh machen, so der typische Start-Tutorial-Auftrag. Gut gemacht, meine Lieben! Gut gemacht! So könnt ihr dann im Auftrag für eure Forschungsarbeit annehmen. Könnt ihr euch nochmal bitten, eure Gadgets für mich zu öffnen? Könnt ihr das Symbol für die Forschungsaufträge sehen? Okay. Gut gemacht, dann wollen wir uns das mal genauer ansehen. Ihr werdet diese Aufträge angezeigt, die ihr zuvor angenommen habt. Ja, ist genau wie im vorherigen Teil also. Oder sehr ähnlich auf jeden Fall. Das erweist sich vor allem dann als sehr praktisch, wenn euch vor lauter Aufträgen mal der Überblick fehlt. Vom Dorf aus könnt ihr euch nun zum großen Wald begeben. Dann wünsche ich euch viel Erfolg bei eurer Forschungsarbeit. Vielen Dank, Ampharos. Super, dann packen wir es gleich an. Los, Chris, auf geht's! Chris und Yu können ihre Forscher-Gadgets verwenden. Neben der Konnex-Sphäre kann auch die Auftragsliste und Karte zugerufen werden. Dann gucken wir uns das doch gleich nochmal kurz an. Das hier ist die Konnex-Sphäre, diese drei blauen Dinger da. Gucken wir nach vorne, das ist der, den wir eben angenommen haben. Wahrscheinlich gibt es ja gerade keine anderen Aufträge. Was haben wir denn da? Ich weiß nicht, was das da ist. Ich werde immer wieder zurück da oben hingeschleudert. Und die Weltkarte. Guck mal, Ruhenau ist das. Oder haben wir noch einiges zu erforschen, wenn mir die Karte oben noch weitergeht. Und ich denke mal, das wird jetzt die gruselige Gewalt. Also könnten wir jetzt, wir können bestimmt auch rein theoretisch Fortschritt, 33% Fortschritt. Wow, von was? Von der Gesamtstory schon? Ich fühle mich immer noch so, als wäre ich bereits im Tutorial, aber... Also, als wäre ich bereits im Tutorial, als wäre ich immer noch im Tutorial. Was macht Roselia da? So, wir speichern das Ganze mal. Ach guck mal, Quappo war wieder sogar schon nächster... Schon nächster Punkt. Spiel wurde gespeichert. So, Leute. Das war's aber erstmal für heute mit Pokémon Super Mystery Dungeon. Beim nächsten Mal machen wir genau hier weiter und machen dann unseren ersten Forschungsauftrag, sodass wir das Filenara retten können. Und ich will immer... Eigentlich fehlt bisher nur noch eine Sache, die ich so wirklich im Kopf habe. Und das ist, wir müssen noch lernen, wie wir Pokémon in unser Team aufnehmen können. Vielleicht eines Tages. Und ich bin schon sehr gespannt, was Pampam dazu sagt. Wenn er erfährt, dass wir dem Forscherteam beigetreten sind. Oh, das wird ihm gar nicht schmecken. Leute, bis dahin. Ciao.